Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Simon the Sorcerer 2. Ja, Simon hat sich ein wenig in Probleme gebracht, würde ich sagen, ne? Da hatten wir es schon geschafft, das Badful, also den Energy Drink für Wandschränke, endlich zu kriegen, in die Finger zu bekommen und hätten uns nur noch zu Calypsos Laden zurückbegeben müssen. Ich könnte es mit Magie versuchen. Danke für den Hinweis, Simon. Lass mir bitte noch einen kurzen Moment, um einzuleiten. Aber leider, naja, musste er sich ja verirren und ist geradewegs ein paar Piraten in die Arme gelaufen und jetzt sitzen wir als Gefangene und zukünftige Sklaven hier unten im Frachtraum und müssen zusehen, wie wir hier wieder rauskommen. Und Simon hat ja freundlicherweise schon den Hinweis drauf gegeben. Wir probieren es einfach mal mit dem Zauberbuch. Ich glaube, dies ist meine einzige Chance. Los geht's. Hokus Pokus, Abalapoch, Magie, Magie, hol mich raus aus diesem Loch. Klingt nach einem kompetenten Spruch. Und das funktioniert auch noch. Was sagt man dazu? Es hat funktioniert. Ich sollte mich für eine eigene Fernsehshow bewerben. Definitiv. Simon Copperfield oder so. Gut, wir sind frei. Hey, wir sind frei. Und das Muskelpaket wahrscheinlich nicht so, ne? Ich glaube, wir nehmen mal den Totenkopf mit, der hier rumliegt. Das kann nicht schaden. Ich nehme nur die Augenklappe, wenn's recht ist. Nein, ist nicht recht. Ich wollte den Totenkopf. Den möchte ich mir zu Hause in die Schrankwand stellen. Also ehrlich mal, Simon. Manchmal machst du einfach nicht, was man dir sagt. Ist eine Frechheit. Ich glaube nicht, dass er mit mir reden will. Na, weißt du's? Vielleicht möchte BA ja mit dir reden. Na gut, wir gehen mal nach oben und schauen uns mal auf dem Schiff um. Oder auch nicht, denn der lange Johann Silber ist wieder da. Wo wolltest du gerade hin, ne? Eine Runde spazieren gehen, weil es, ja genau, es ist ziemlich stickig hier, finde ich auch. Tut mir leid, hier drinnen ist es so stickig. Matt! Yo, Captain. Na schön, du stinkig, steife, winselnd, weinende, jämmerlich jammernde Landratte, pass auf. Ich habe nach sorgfältigen Überlegungen beschlossen, dich nicht als Sklaven zu verkaufen. Um meinen unersättlichen Sadismus zu stillen, werde ich euch beide massakrieren. Deshalb werdet ihr genau zur Mittagsstunde beide am Galgen baumeln und... Captain? Nicht jetzt, nicht jetzt. Stör mich nicht bei meiner Rede. Also... Ich werde mit großer Freude eurer Hinrichtung... Captain? Willst du wohl aufhören, mich zu unterbrechen? Es ist aber wichtig, Captain. Es kann sicher 30 Sekunden warten. Und? Wo war ich denn geblieben? Ach ja. Ich werde mich also daran ergötzen, wie ihr im Winde zappelt und... Sie sollten das, wirklich wissen, Captain. Na schön. Aber wehe, wenn es nicht wichtig ist. Wir haben keinen Galgen, Captain. Keinen Galgen, sagst du? Nein, Captain. Warum nicht? Wir hatten noch nie einen, Captain. Oh, gut. In diesem Fall werdet ihr also zur Mittagsstunde in der Folterkammer langsam und qualvoll den Tod durch... Captain? Wir haben keine Folterkammer, stimmt's? Nein, Captain. Tut mir leid, Captain. Kein Galgen, keine Folterkammer. Haben wir überhaupt hier irgendetwas Gefährliches auf diesem Kahn? Eigentlich nicht, Captain. Die Gesundheitsvorschriften. Sie wissen schon, Captain. Wir haben einen ziemlich scharfen Löffel, Captain. Warte, ich habe eine bessere Idee. Also, ihr zwei Bürschchen. Der Plan wurde geändert. Genau zur Mittagsstunde werde ich euch über die Planken schicken und den Haien zum Wir haben eine Planke, oder etwa nicht? Das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt, oder? Nein, Captain. Es ist nur so, dass... Sag nichts. Es ist gegen die Vorschriften. Nein, Captain. Unsere Planke ist kaputt. Wir müssen sie erst noch flicken. Schön, gut. Also, zur Mittagsstunde gehen wir... Geben Sie uns besser Zeit, bis 15 Uhr, Captain.
Um genau 3:15 werdet ihr über die Planke in haiverseuchtes Wasser... Nun, nicht direkt verseucht, Captain. Sag mir nicht, dass es hier keine Haie gibt. Daran ist das Klima schuld, Captain. Es ist zu kalt für Sie. Wissen Sie, der gewöhnliche Wald- und Wiesenhai bevorzugt... Zur Hölle, hier muss es doch irgendwelche gefährlichen Tiere geben. Es gibt hier in der Gegend einen wirklich bösartigen Delfin, Captain. Delfine sind nicht gefährlich. Im Gegenteil, sie zeigen Matrosen den Weg in den rettenden Hafen. Dieser nicht, Captain. Er zeigt den Matrosen den Weg zu den Haien. Er ist ein bisschen andersrum. Gut. Noch einmal von vorne. Um 3:15 werdet ihr über die geflickte Planke in delfinverseuchtes Wasser geschickt. War das diesmal richtig? Jo, Captain. Keine Probleme damit? Keine Verstöße gegen irgendwelche Vorschriften? Nein, Captain. Gut. In der Zwischenzeit kannst du dich nützlich machen. Ich mag den Schnitt deiner Klamotten. Mein alter Schiffsjunge hat vor ein paar Tagen einen unvorhergesehenen Unfall. Du wirst ihn ersetzen. Wenn du gut bist, schenke ich dir vielleicht dein Leben. Matt! Jo, Captain. Bring ihn in meine Kabine. Jo, Captain. Gut, bist du mit den Aufgaben eines Schiffsjungen vertraut? Nein. Nein, Captain. Nein, Captain. Ich auch nicht. Du solltest am besten jemanden von der Crew danach fragen. Die müssten es eigentlich wissen, okay? Ja, Captain. Dann sieh zu, dass du in Erfahrung bringst, was deine Aufgaben hier an Bord sind. Ja, Captain. Gut. Welch perfider Plan! Wir sollen über eine bald reparierte Planke... Mann, hab ich ein Glück. Jetzt muss ich nur schnell das Bad voll finden und zusehen, dass wir zurück zum Hafen fahren. Auf jeden Fall. Wir sollen über eine bald reparierte und geflickte Planke in delfinverseuchtes Wasser geworfen werden. Und die bösen Delfine, die andersherum sind, sollen uns dann in kältere Gewässer bringen, wo der gewöhnliche Wald- und Wiesenhai dann auf uns wartet und uns schließlich verschlingen soll. Wenn das mal nicht nach einem narrensicheren Plan klingt, uns umzubringen, dann sollten wir uns lieber beeilen, dass wir hier wegkommen. Und wir können hier ein bisschen uns umschauen, viel gibt's nicht. Wir schauen mal am Anfang jetzt erstmal beim Wandschrank hier vorbei. Fangen wir mal damit an. Mit Wandschränken hat Simon ja so seine Erfahrung, ne? Er hat schöne Verzierungen und ist wurmstichig. Ist auf jeden Fall hübsch, ja. Antikes Stück. Schau mal rein, bitte. Ich hatte heute schon genug Ärger mit Schränken. Ach, Quatsch. Na gut, Simon möchte nicht. Kann man bedingt verstehen. Na gut, dann nehmen wir mal einfach das Tagebuch mit, das hier auf dem Tisch liegt. Besser nicht. Der Captain könnte es vermissen. Okay, dann schau wenigstens rein, oder? Na, wirst du wohl. Schau rein. Kleine Märchenstunde. 24. Juni. Endlich haben wir ein neues Schiff. Ein prachtvolles, majestätisches Schiff mit Rettungsringen aus purem Gold. 26. Juni. Manchmal hasse ich diesen Piratenjob. Immerzu kneift die Augenklappe und zwickt das Holzbein. Und die Crew regt mich auch auf. 29. Juni. Heute ist mein Geburtstag. Die Crew schenkte mir eine ausgestopfte Taube. Sie wollen sich scheinbar über mich lustig machen. 1. August. Irgendjemand hat heute Pfeffer in meine Augenklappe gestreut. Das nächste Mal werde ich hart durchgreifen. 3. August. Ich habe 3 Matrosen hinrichten lassen, um ein Exempel zu statuieren. Die anderen werden sich keine Späße mehr erlauben. 5. August. Die Mannschaft zieht trotz allem hinter meinem Rücken weiter über mich her. Ich weiß nicht, wie ich sie bestrafen soll. Ich werde es wohl an den 2 neuen Sklaven auslassen, die wir heute gefangen haben. Hoppla, hier liegt eine Postkarte drin. Eine Postkarte aus Kalimari. Lieber LJ, es ist sehr schön hier, das Wetter ist gut, das Essen ebenfalls. Gehen heute an den Strand. Gezeichnet Klaus G. Störter Becker. PS, diese Karte ist eine herrliche Aufnahme der Bucht, oder?
Boah, war das ein übles Wortspiel. Das hat selbst mir wehgetan, das Wortspiel. Und ich bin der Meister des allerschlechtesten Wortspiels. Ich fand auch schön, dass Simon das Buch im Prinzip rückwärts gelesen hat. Gut, wir haben eine Postkarte von Kalimari und, ja, wir müssen ja nach Kalimari, beziehungsweise wir müssen nicht, aber wir fahren nach Kalimari. Und deswegen könnte die uns vielleicht noch von Nutzen sein, aber das werden wir noch sehen. Hier drüben haben wir noch die Papageien, die wollen wir uns natürlich auch gern noch anschauen. Die halten erstaunlich still, muss ich sagen, nicht wahr? Papageien für jede Gelegenheit. Auf jeden Fall. Rein ins Inventar damit. Aber natürlich gibt es einen Grund, warum die so stillhalten, denn... Er ist ausgestopft. Richtig. Ein Ex-Papagei sozusagen. Gut, und den Ex-Papagei, den nehmen wir mit und verlassen einfach mal die Kabine, denn wir müssen ja als Schiffsjunge uns jetzt hier unseren Aufgaben widmen. Und diese Aufgabe lautet zuerst einmal, finde heraus, was deine Aufgabe ist. Ich finde den hier ja ganz wundervoll, den Piraten. Allerdings wird mit dem nicht allzu viel zu sprechen sein. Er hat einen ziemlich großen Kopf. Das ist das Wichtigste. Er ist zu betrunken für ein Gespräch. Gut, dann probieren wir es mal mit dem Mann nebenan. Der sieht zumindest ziemlich beschäftigt aus. Das ist ja schon mal die Ausnahme auf dem Schiff, vermute ich bald. Er übt sich in Seemannsknoten. Gut, sprechen wir mal mit ihm. Hallo. Du musst der neue Schiffsjunge sein. Treffer. Bist du gut mit Knoten? Keine Ahnung, ich hab's noch nie probiert. Kumpel? Ich finde schön, wie er gerade aufgewacht ist, kurz in seiner Bulle genippt und einen wundervollen Gesichtsausdruck drauf gehabt hat. Okay, dann schauen wir mal. Ja, eine Sonnenbrille ist auch ein bisschen merkwürdig. Ist nicht allzu stilecht für einen Piraten. Warum trägst du eine Sonnenbrille? Nun, das ist eine Notlösung. Ich habe meine Augenklappe verloren, aber ich komme mir echt bescheuert vor mit diesen Dingern. Tja, glücklicherweise haben wir eine Augenklappe, sind nun mal so freundlich und geben ihm die Augenklappe. Dafür nehmen wir die Sonnenbrille. Würdest du deine Sonnenbrille gegen meine Augenklappe tauschen? Wirklich? Null Problemo. Man sieht sich. So, wunderbar. Da haben wir schon mal das Erste. Uns fällt auf, hier drüben ist eine Kette davor. Und wie es meistens so ist, die am besten gesichertsten Räume sind die, in die man am ehesten rein will. Und wir können uns denken, es geht nach unten. Was könnte dort wohl sein, wenn es so heftig gesichert ist? Natürlich eine Schatzkammer. Und was könnte in der Schatzkammer drin sein? Vielleicht unser Bedful? Ich weiß es nicht. Gut, aber wir schauen uns erstmal so weiter um. Wir müssen also einen Weg finden, diese Kette aufzusprengen. Und den wird es geben. Und wenn wir ewig danach suchen müssen. Zuerst aber mal hier rein. Und wir sehen, es handelt sich um eine gemütliche Abteilung für die etwas ruhigeren Gesellen unter den Piraten. Schauen wir mal den Krempel zuerst an. Eine Hängematte voll nutzlosem Plunder. Ja, da können wir auch nichts mitnehmen, das ist leider so. Aber was wir mitnehmen können, ist diese Streichholzschachtel, die hier oben wunderschön, formschön platziert ist und auch extremst auffällig, ne? Zwei weiße Pixel. Eine stinknormale Streichholzschachtel. So sieht's aus. Steck sie ein. Die Hängematte ist im Weg. Nein, sowas. Was können wir nun tun, wenn die Hängematte im Weg ist? Wir nehmen dieses Messer hier. Steck mal ein, Simon. Damit ihr jetzt lernt, wie man das macht. Wenn irgendetwas im Weg ist, nehmt ein Messer und schneidet es weg. So, Problem gelöst. Und unser Freund hier, naja, der ruht sich weiter aus. Er scheint betrunken zu sein. Das ist auf jeden Fall das Hauptaugenmerk jetzt gewesen dabei. Ja, also ihn scheint es nicht allzu sehr zu stören, dass der Untergrund jetzt ein bisschen fester ist. Wir stecken mal die Streichhölzer ein. Die können wir auch noch gebrauchen. Und dann machen wir uns mal wieder nach draußen, denn mehr gibt es hier leider nicht. So, weiter nach links. Wir können hier jetzt auch erstmal nichts machen. Wir könnten noch hier hochgehen, das machen wir dann aber später. Erstmal schauen wir uns hier weiter um, denn hier gibt es tatsächlich jemanden, der noch richtig am Arbeiten ist. Er lehnt sich sehr weit über die Reling hinaus. Der kleinste Windhauch würde ihn jetzt über Bord werfen. Was uns Simon wohl damit sagen will, ich weiß es ja nicht. Hallo, bist du der neue Schiffsjunge? Die Stimme. Sozusagen. Was machst du hier?
entschuldige bitte. Ach, das Wege, Kleine. Das hier ist auch ohne dein Gequassel schon schwer genug. Ich empfange böse Schwingungen. Tja, dann müssen wir mal ein bisschen die bösen Schwingungen beseitigen auf diesem Schiff, ne? Würde ich sagen. Ich würde sagen, also erstmal fand ich die Stimme wunderschön sanft wie eine Rose. Und dann könnten wir mal probieren, nachdem Simon uns schon so nett darauf hingewiesen hat, den guten Herrn einfach mal ein wenig zu bewegen. Vielleicht funktioniert das ja, ich weiß es nicht. Schaut auch niemand? Guten Flug! Vergiss nicht mal zu schreiben. Auf jeden Fall. Und glücklicherweise war er so freundlich, den Hammer noch in Richtung des Decks zu werfen und nicht mit in die Tiefe zu reißen. Also würde ich sagen, stecken wir den auch mit ein. Ich hebe besser auch die Nägel mit auf. Das ist sehr freundlich von dir. Das hätte ich auch so gemacht, aber wenn du das schon automatisch machst, immer her damit.